Vielleicht fragen sich ja viele, wie diese Videos am Anfang entstehen. Und zwar, ich laufe mit meinem Stativ und meiner Kamera 15 Minuten zu diesem Fluss, stelle diese Kamera da auf, warte 5 Minuten und dann laufen ganz viele Leute vorbei und denken sich so, was macht der da? Und dann packe ich die wieder ein und gehe wieder nach Hause. Und dann ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde es schön. Ja, also, heute geht es um das Thema Grüntee, Fettburner, wie man damit abnehmen kann, ja oder nein, was weiß ich. Und zwar ganz wichtig, vorab, Grüntee ist einer der gesündesten Lebensmittel, das stimmt schon. Weil also gerade Matcha hat den ORAC-Wert von fast 1 Million. Das heißt, ORAC-Wert ist das Potenzial in dem Fall, antioxidativ zu wirken und Radikale zu puffern. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Das kann man nicht unterschätzen. Und deswegen Grüntee, allgemein Grünteeextrakt, ist quasi der Hauptbestandteil fast von Fettburnern. Ja, jeder kennt sie. Damit soll man dann dementsprechend Fett verlieren und so weiter. Und ob das so ist, dem gehen wir heute auf den Grund. Also diese Grüntee enthält bioaktive Substanzen, die direkt oder indirekt die Fettverbrennung anregen, das stimmt schon. Und die bekannteste ist sicherlich Koffein. Und zwar, Koffein ist so, dass Koffein, ja, habe ich bereits im Superfood-Video von mir erklärt. Koffein ist ja kein Nutrient, also hat ja keinen Brennwert in dem Sinne, ja, ist ja kein Nährstoff in dem Sinne für uns. Der Körper braucht ihn ja nicht. Das heißt, das Koffein kann das nicht sein, was uns die Energie in dem Sinne primär liefert, sondern eher inaktiv, also indirekt, ja. Und das ist das, indem es unser Körper zwingt, Energie freizusetzen, obwohl es unser Körper das gar nicht gemacht hätte unter normalen Umständen. Das geht sogar so weit, dass die GNBF, also German Natural Bodybuilding Federation, das heißt, ein Verband, der sich mit naturalen Bodybuilding, was mich auch sehr interessiert, auseinandersetzt und anbietet diese Wettkämpfe, ist eben so, dass sie überlegen, Koffein auf die Dopingliste zu setzen, weil es wirklich so potent ist und die Leistung tatsächlich wirklich steigert und den Körper so extrem eben zwingt, mehr Energie zu liefern in dem Sinne. Für alle, die neu abonnieren oder bereits abonniert haben, ist es ganz wichtig, neben dem Abo-Button auf die Glocke zu klicken und dann dieses Häkchen hier zu setzen, denn nur so werdet ihr tatsächlich informiert, wann ich überhaupt ein Video hochlade. Also, so geht's. Eine Kaffeetasse enthält ca. 100 bis 200 Milligramm Koffein, wohingegen Grünteetasse nur so 24 bis 40 Milligramm Koffein liefert. Das ist schon relativ weniger, ja. Aber der entscheidende Unterschied sind ja die Antioxidantien letztendlich in diesem Grüntee, ja. Die sekundären, die polyphenolischen Pflanzenmetabolite, ja. Und zwar gibt es da ganz, ganz klar das Allerwichtigste, das Epigallocatechin, also EPCG. Und das ist extrem potent in dem Sinne, ja, und es ist sehr, sehr eng verwandt, zum Beispiel mit dem Quercetin, das kennt ihr, das ist in Zwiebeln enthalten, die Supplements, die man davon kauft, sind meistens Zwiebelextrakt, übrigens, das ist auch der Hauptgrund, warum Apfel so gesund ist, meiner Meinung nach, wegen dem Quercetin, weil es darin enthalten ist, ja, aber ihr seht, die enden alle ungefähr sehr ähnlich, oder auch Capsaicin, ja, wieder. Das aus der Chili zum Beispiel, ja. Das sind alle Flavonoide sind das und das sind, wie gesagt, sekundäre Pflanzenmetabolite. Und die boosten eben den Stoffwechsel in dem Sinne, ja. Also hier in der Studie sehen wir einmal, zuerst um Fett zu verbrennen, muss es in die Adipozyten gespalten werden, dort drinnen. Und dann in die Blutbahn gelangen, ja. Weiter sehen wir Koffein plus Epigallocatechin, ja, das heißt der sekundäre Pflanzenmetabolit in Grüntee. Er erhöht die Mobilisation des Fettes in Fettzellen, ja, das heißt, das nennt man auch Lipooxidation, beziehungsweise Fettoxidation, ja. Aber wie relevant sind diese Messungen in dem Sinne wirklich für unsere Menschen? Ist es wirklich irgendwie messbar oder nicht? Und Studien zeigen letztendlich tatsächlich, dass Grüntee, ja, korreliert in dem Sinne mit Fettverbrennung, ja. Zum Beispiel hier in der neuen Studie, randomisiert 240 Personen, männlich und weiblich. Und zwar gibt es da die Grüntee-Gruppe und die hat signifikant mehr Fett verloren, Körperfett, allgemein Körpergewicht und Umfang. In einer anderen Studie wird gezeigt, in einer Langzeitstudie von 90 Tagen, dass der Fettloss, das heißt der Fettverlust in der Grüntee-Gruppe plus Katechine von etwas mehr als 1 Kilo lag. Kommen wir kurz zum Fazit, was diesmal länger ausfallen wird. Und zwar ist es so, dass etwas mehr als 1 Kilo über 3 Monate, naja, nicht sehr viel ist für ein Supplement, was man sich dann halt immer kaufen muss jeden Monat. Jetzt überlegt mal, macht diese 1 Kilo dich irgendwie gesünder
oder lässt dich irgendwie großartig anders aussehen? Ich glaube nicht. In einer weiteren Meta-Analyse, zum Beispiel hier zu sehen, wird ebenfalls wieder herausgefunden, die sagen sogar kausal, dass wieder ungefähr ein Kilo abgenommen wird in 3 Monaten. Aber das viel Interessantere war darin, dass die Personen am meisten abgenommen haben, die in ihrer normalen, ja, Gewohnheiten eben gar kein Koffein konsumieren in ihrer Freizeit oder in ihrem Berufsalltag oder sonst was. Und das Wichtigste des Videos kommt letztendlich jetzt, weil das Potenzial für Fettoxidation dieses Grüntee-Extraktes liegt letztendlich darin, in der Synergie zwischen Koffein und Epigallocatechin. Das heißt, diese Schwankungen in dieser Studie kommen letztendlich darin zustande, dass es Probanden gibt, die letztendlich Koffein konsumieren und welche, die nicht konsumieren, bis auf jetzt, wo sie dieses Supplement eben bekommen haben zum Test in dieser Studie. Das heißt im Umkehrschluss, je niedriger deine Toleranz, desto mehr Fett wirst du letztendlich abbauen. Das heißt, wir sprechen hier wieder ganz klar von einem synergetischen Effekt. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Das heißt, wenn du letztendlich das konsumierst, dann wird dein Körper auch irgendwann Toleranzen aufbauen, weil im Grüntee ist nun mal Koffein enthalten, gegen dieses Koffein. Das heißt, irgendwann wirst du dieses Koffein nicht mehr wirklich merken in dem Sinne, weil die Toleranzen eben aufgebaut sind. Das heißt, du wirst zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Koffein mehr wirklich intus haben, weil du es nicht mehr merkst. Schon ja, aber deine Toleranz ist eben so hoch geworden. Das heißt, dass du irgendwann nur noch Epigallocatechin konsumierst in dem Sinne und das Koffein immer mehr zu vernachlässigen ist aufgrund deiner Toleranz. Das heißt, dass dieser synergetische Effekt immer weiter abnehmen wird und dass eben, wenn du sowieso Koffein konsumierst, diese Fettburner wahrscheinlich sowieso gar nicht für dich wirken werden. Und auch wenn du es nicht tust, werden sie ja nur eine gewisse kurze Zeit für dich was bringen. Ansonsten, wie gesagt, deine Toleranz kommt irgendwann wieder zum Vorschein. In einer letzten Studie kann man nochmal sehen, von 973 Probanden, das heißt eine Riesenstudie, uns wurde da wieder gemessen, ein etwas reduzierter Fettanteil über, wie gesagt, wieder ungefähr 3 Monate. Aber es war nicht wirklich signifikant über die Gesamtkörpergewicht, ja. Und damit war es nicht wirklich aussagekräftig, ja, in dem Sinne. Und es kommen natürlich auch immer Schwankungen zustande. Zum Beispiel, wenn ihr allgemein von euch, wenn ihr mal etwas mehr, weil je nachdem, die haben ja natürlich alles gegessen, wenn die etwas mehr Salz und so weiter konsumieren, dann hat man vielleicht sogar am nächsten Tag wieder 300, 400, 500 Gramm mehr. Vor allen Dingen, das ist sehr, sehr schwierig und das ist wirklich sehr, sehr wenig letztendlich. Und das ist wirklich fast nicht in dem Sinne, ja, festhaltbar, ja. Also abschließend, unser Körper reguliert immer dagegen, weil er sich nicht verarschen lässt. Und das ist auch gut so, weil wir sollen den ehrlichen Weg gehen und das ist der einzige Weg. Und es gibt keine Abkürzungen, auch wenn ich die euch jetzt gerne hier präsentiert hätte. Die gibt es nicht und das ist der Stand der Dinge, das ist der Stand der Wissenschaft. Ich danke mich wieder fürs Zuschauen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, das Video zu teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.